Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Ja, in der letzten Folge sind wir jetzt wieder zurückgekommen in unser Eigenheim. Und ich muss gestehen, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich machen muss. Ich muss doch mal eben bei den Aufgaben gucken. Ja, wir müssen das Verschwinden untersuchen, das ist klar. Ach so, genau. Das war ein Taschentuch, müssen wir analysieren. Da müssen wir mal gucken. Ich denke mal, dass das eventuell unser Freund Dr. Watson machen könnte, weil er sitzt da hinten nämlich vermutlich passend. Ich bin mir nicht sicher. Kartenteil können wir im Archiv anscheinend nochmal nachgucken, was das genau ist. Und das militärische, nee, Moment, das militärische Abzeichen, das haben wir ja schon gefunden. Oder hatten wir das nicht gefunden? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Da gucken wir auf jeden Fall gleich nochmal nach. Wir gucken jetzt erstmal nach dem Taschentuch. Theoretisch müssten wir das jetzt... Oh, unsere Superspürnase ist am Schlafen. Hallo Tobi und gute Nacht, Tobi. So, Dr. Watson, können Sie uns helfen? Watson, was machen Sie an meinem Tisch? Ich muss nur etwas von Lord Marsh überprüfen. Meine Intuition sagt mir, dass Lord Marsh etwas über seine Krankheit verschweigt. Sein Husten sowie sein Fieber und die starken Schmerzmittel bringen mich zu dem Schluss, dass er ernsthaft krank ist. Ich tippe ja immer noch auf Tuberkulose, aber man weiß es nicht. Also dieser Blutauswurf hat mich ja sehr geprägt seit Red Dead Redemption. Können wir irgendwas machen? Sehen wir uns das einmal an. Fokus einstellen, okay. Ach, das ist ja cool. Das ist wie beim normalen Mikroskop. Auswurf mit kleinen Blutstropfen. Ich könnte eine Probe davon unter dem Mikroskop untersuchen. Ja. Und wie? Ich muss mit dem Glasstäbchen eine Probe davon nehmen. Okay. Was für ein Glasstäbchen? Bist du ein Glasstäbchen? Moment. Ah, okay. Fügen wir der Probe mit Chemikalien Farbe hinzu. Okay. Ich bin in Chemie mal gerade so auf eine 4 gekommen. Dr. Watson, sagen Sie mir bitte, was ich tun soll. Alkoholsäure, Methylenblau und Carbolfuxin. Auch rosa hört Dafür gut brauche an. Ich eine Pipette. Okay, das auch noch. Okay, gut, dann. So. Ich denke mal, wir müssen eh alle Farben da drauf machen, nehme ich mal an. Okay. Machen wir die jetzt einfach alle da drauf? Ist das jetzt richtig? Ist das jetzt falsch? Gleich sagt er, oh, das war jetzt aber schlecht, weil diese Kombination hätte ich nicht nehmen dürfen. Sehen okay. wir uns nun die gefärbte Probe unter dem Mikroskop an. Also, ich mit meinem überaus großen Wissen würde jetzt mal sagen, oh nein, das wird nicht mehr angezeigt, was es war. Ich werde gar nichts mehr sagen. Achso, bewegen. Ich dachte, ich muss wieder einstellen. Ah, da ist was Interessantes. Mykobakterien. Lord Marsh ist ganz offensichtlich ernsthaft krank. Ja, das wussten wir vorher schon. Holmes, die Angelegenheit ist sehr ernst. Wie ich bereits befürchtet habe, Lord Marsh leidet an Tuberkulose. Sagen Sie bloß. Ja, das sage ich. Und Holmes, er wird sterben, wenn er nicht so schnell wie möglich in ein Sanatorium geht. Und dennoch setzen Lord Marsh und Dr. Fischer alles daran, diesen Umstand geheim zu halten. Interessant. Aber warum? Ja, warum, Watson? Aber, mein Gott, glauben Sie etwa, dass er sich die Krankheit bei der Hilfe für die Armen zugezogen hat? Wie schrecklich. Ich muss nun etwas erledigen, was ich nicht aufschieben kann. Seien Sie bitte sehr vorsichtig, während ich weg bin. Diese Krankheit ist extrem ansteckend und bedenken Sie, es sind Frauen im Haus.
Vielen Dank, Miss Alice. Bis später. Wir sehen uns später, Caitlin. Wo warst du? Sie hat mir ein Buch gegeben. Sie ist so nett. Ich glaube, sie mag dich. Wohl eher nicht. Wie steht es um deinen Fall? Es geht so. Dracula? Ja. Wusstest du, dass das Buch bei uns im Internat verboten ist? Sieh an. Ja. Wie die nicht ganz Tochter, so der auch der nicht ganz Vater. Oh, das ist so romantisch. Ja, das wäre jetzt nicht das Wort, was mir bei Dracula eingefallen wäre, aber okay. Ja, haben wir denn noch irgendwas bei den Zielen, was Neues drin? Nee, eigentlich nicht, ne? Steht immer noch, untersuchen Sie das Verschwinden. Dann schauen wir doch wirklich mal nach dem militärischen Abzeichen. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon hatten. Wir hatten doch nur dieses, aber das ist doch dieses Jagdabzeichen, oder? Tuberkulose, ja. Das habe ich ja schon vor der Weile vermutet. Ja, aber ich glaube, wir haben wirklich nach dem Abzeichen gesucht. Wo wir aber wirklich noch nicht nachgeguckt haben, auf der Karte, die der Einladung an Lord Marsh beilag, ist die Grunston-Eiche markiert. Ich weiß aber nicht, wo sich diese Eiche befindet. Das ist das Problem. Er hat gesagt, er würde gerne nochmal in das Haus gehen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was besser ist. Ich schau. Untersuchen, Wolfshase. Sollen wir das doch nochmal untersuchen? Okay. Zeitung. Forschungsberichte. Zeichen und Symbole. Nicht das, was ich benötige. 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 Okay. Warum nicht? Ach so, Orden und Medaillen. militärischer Verdienstorden. Nicht das, was ich benötige. Dann nicht. Ach so, Moment. Wolfshase. Ein Wolfshase ist halb Wolf, halb Hase. Dem Clan der Lovat Scouts diente er als bildhafter Spitzname für sich selbst. Die Lovat Scouts bildeten später die erste offizielle Scharfschützeneinheit der britischen Armee. Da, gefunden. Okay, die Grunston-Eiche. Ja gut, Forschungsberichte wird es wohl nicht drin sein. Könnte natürlich unter den Jahren drin sein, aber wir gucken jetzt erstmal Kunst und Architektur, Geschichte, Botanik. Was ist damit? Eichen? Ah, die Grunston-Eiche. Die Grunston-Eiche ist ein seltsamer und geheimnisvoller Baum, der in Epic Forest steht. Der Ursprung des Namens ist nicht überliefert, auch wenn er sich zahlreiche Legenden und Sagen um den Baum ranken. Unter anderem wird behauptet, dass etliche Jahre lang Hexen ihre Zeremonien in der Nähe dieses Baums abhielten. Diese Rituale wurden letztlich dafür sorgen, dass jeder, der den Stamm der Grunston-Eiche berührt, auf alle Zeiten verflucht ist. Okay. Da, gefunden. Die Grunston-Eiche steht in Epping Forest. Das ist der Ort, der auf Hursts Karte zu sehen ist. Und was sagt uns das jetzt? Ich würde sagen, dass wir da hingehen, oder? Steht aber immer noch nicht drin. Auf Landkarte. Ach so. Ich habe es jetzt nicht ganz gehört. Auf Landkarte. Welche Landkarte? Die bei ihm zu sehen war oder die Landkarte, die wir hier haben? Das ist jetzt die Frage. Okay. Versuchen wir den Ort mit Hilfe dieser Karte zu finden. Nö. Wie soll ich den Ort denn bitte da drin finden? Ich meine, da ist ein Wald, okay. Moment. Ah. Ja, ging dann doch einfacher, als ich dachte. Da ist er. Verdammt. Ich muss mich beeilen, wenn ich erfahren will, was im Wald vor sich geht.
Vater, dieser Junge, Wiggins, kommt er öfter hier vorbei? Er hilft mir manchmal bei meinen Ermittlungen. Warum fragst du? Ich will mit ihm plaudern. Plaudern? Vater, im Internat gibt es nur Mädchen. Und die sind alle so unglaublich langweilig. Wiggins hat bestimmt viele spannende Geschichten über sein Leben hier in London auf Lager. Es wäre so romantisch. schockiert und ratlos ist ja mal geil. Vernünftig oder scherzend? Ja, ich meine, mit allzu viel Vernunft kommt man bei ihr, glaube ich, nicht weiter. Oh, Kate, ich kenne dich doch. Du wirst ihn verschrecken. Er wird dann nie wieder hierher kommen. Glaubst du das wirklich? Das gefällt mir. Oh, Kate. Ich lass dich jetzt alleine. Das war jetzt aber nicht wirklich sehr nett von ihm. So, mit B haben wir was wir zusammenfügen können. Was haben wir denn? Hinweise? Okay. George Hurst gehörte zur Scharfschützeneinheit der Lovak Scouts. Ja, das wussten wir jetzt schon eine Weile. Ja, die gehören natürlich auch noch zusammen. Möglicherweise sind alle Teilnehmer der Gruppe... Achso, nee, das haben wir ja schon. Warum sind da jetzt... Ausrufezeichen? Das war aber nicht das, was ich jetzt gerade neu gemacht habe, oder? George Hust war zwar interessiert am Sonderausbildungsprogramm, aber das war schon alles. Hat die Informationen über die Bedürftigen und Lords gesammelt, die mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun haben. Das ja. Oh, Moment, da kommt jetzt was Neues raus. Hurst wusste Bescheid. George Hurst wusste darüber Bescheid, dass einige Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm verschwunden sind. Ah! Jetzt kriege ich auch einen Schluck auf. Vor lauter Freude hier. Also man kann quasi mit dem, was man sich so zusammen spinnt oder zusammen denkt, kann man dann wieder neue Schlussfolgerungen ziehen. Das ist ja mal cool. Weißt du über das Treffen und seinen Freunden in Epping Forest Bescheid? Okay. Ah, okay. Noch eine neue Schlussfolgerung. Lord Marsh und seine Freunde sind zu der Stelle im Wald gegangen, die auf der Karte von George Hurst markiert ist, um dort ein Treffen abzuhalten. Ja gut, das wussten wir ja auch schon. Genau, nach Epping... Achso, das kann ich hier gar nicht machen. Zum Forest gehen. Finden Sie heraus, was in Epping Forest vor sich geht. Dort wollen sich Lord Marsh und seine Freunde treffen. Können wir das von hier aus direkt per Schnellreise machen? Ja, perfekt. Sie überleben. Was muss ich machen? Ja, lauf! Weißt du, doof? Okay. Sie sind tot. Nein, das will ich doch nicht hoffen. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt einer hinter mir her ist. Lauf! Scheiße! Sehr unzugänglich. Ja, dann geh da hin. Los! Das war doof, ne, von mir. Das stimmt schon. Der sollte eigentlich da durchspringen. Oh, ich bin gerade völlig überfordert gewesen. Hilfe. Okay, nochmal. Schauen wir mal, wie lange sie überleben. Lauf, lauf, lauf.
Also, offensichtlich schießt er auf uns. So, und wir müssen zwischendurch immer mal wieder ein bisschen zu Atem kommen hier. Okay. Los, los. Lauf, lauf. Lauf zum Felsbrocken. Lauf, kleiner Hase. Lauf. Och, geh bloß nicht in Deckung, ey. Echt. Genau, schießt durch meinen Hals durch, kein Thema. Wo ist er? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. Komm, das schaffst du noch, das schaffst du noch. Die flinke kleine Ratte. Ja, Dreckskerl. Flink genug für dich auf jeden Fall. Ich muss mich hier gerade nicht konzentrieren, es tut mir leid. Zwielichtiger Pfad, lichtes Gebüsch, nehmen wir das Gebüsch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh verdammt, ich glaube nicht, dass was richtig war. Er war arm. Dieser Mann ist noch nicht lange tot. Die Leiche ist noch warm. Sucht ihn, Jungs, sucht! Eieiei, lauf, lauf, lauf! Och Mann, lauf! Leck mich. Fall da einfach runter. Die Hunde sind heute hungrig. Mann, du sollst in Deckung gehen. Da sind sie ja. Wieso kann ich hier nicht laufen? Lauf. Doch nicht dein Ernst, ne? Das ist doch ein Scheißspiel, ehrlich. Jetzt muss ich doch nicht wieder von vorne anfangen, oder? Okay, also ich muss in den Sumpf. Da hat sich was bewegt. Genau, als ob der mich jetzt dadurch treffen würde. Ja, nimm den Sumpf. Den Sumpf des Todes! Na komm schon!
Geh in Deckung, geh in Deckung, geh in Deckung. Da sind sie ja! Oh, der bewegt sich ja gar nicht. Nein, du sollst in... Oh, ist der doof. Der soll nur in Deckung gehen. Das ist jetzt dein Ernst. Ich nenne das hier den Sumpf des Todes. Eieiei. Ja, nicht, dass es auch wirklich darauf ankommt, wo man hier tritt. Da muss ich links rum. Oh Gott. Junge, der kommt immer näher. Geh doch mal ein bisschen schneller hier. Soll ich denn da so schnell? Wie soll ich das denn bitte schaffen? Ja, du kannst mich mal. Sieht jetzt genauso aus wie vorher auch. Das ist Lord Harrington. Der Mann ist an einem Kopfschuss gestorben. Aber auch mein Zustand verschlechtert sich rapide. Ich muss mich um meine Wunde kümmern. Ja, und wie? Die sind uns immer noch auf den Fersen, Junge. Oder? Tag. Ist mal zu Hause? Hier kann ich mich verstecken. Ja, das ist toll, aber du sollst dich eigentlich um die Wunde kümmern. Okay, Che kann ich nicht machen. Der Quartermain Club. Das hier muss Lord Marshs Hütte sein. Das hilft mir mit meiner Wunde. Da kommt jemand. Ich muss mich verstecken. Durchatmen, Lord Marsh. Es ist fast vorbei. Wer sind Sie?
George Hurst, erstes Lovett Scots Regiment. Hier, um sie zu richten. Ein alter Soldat, welch Ironie. Haben wir sie etwa bei unserem Programm abgelehnt? Ja, denn ein alter, verwundeter Soldat ist nutzlos für sie. Er kann aber noch gefährlich werden. Wir haben hier oft gejagt. Aber ich habe mich selbst nie als Beute gesehen. Ich habe ein tolles Leben, ohne Einmischung anderer gelebt und werde glücklich sterben. Daher bettle ich nicht um mein Leben, sie miese Kleider. Sprechen Sie Ihr letztes Gebet. Jetzt? Bevor ich den Schrank verlasse, sollte ich mich entscheiden, was ich tun werde. Ach so, okay. Also, George Hurst hat vor, Lord Marsh zu töten. Sie sind im Wald auf die Leiche von Lord Harrington gestorben. Leiche eines Armen. George Hurst sind auf Rache. Genau. Hat vor, das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen und Lord Marsh zu bestrafen. Er sieht ihn in einen Sündenbock für sein eigenes Versagen. Ja, denke ich mal. Keine Ahnung. Sind über eine Leiche gestoßen. Können wir die auch noch verbinden? Ja, okay. Irgendjemand hat Jagd auf die Bedürftigen in und Lords gemacht, die mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun haben. So, Lord Marsh und seine Freunde machten im Wald Jagd auf Bedürftige. George Hurst macht im Wald Jagd auf Bedürftige. Das ist ja Blödsinn, aber das ist eigentlich auch Blödsinn. Also der George Hurst, das war ja der Vater, ne, den wir suchen müssen. Und ich tippe jetzt mal einfach das an, keine Ahnung. Nee, das ist rot. Zeigt an, dass sich Herleitungen widersprechen. Solche Konflikte können sie... Okay. Gut. Dann machte der Vater halt Jagd. So, Hurst ist ein Psychopath. George Hurst ist ein Psychopath, der es auf die Bedürftigen und Lords abgesehen hat, die mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun haben. Keine Gnade für George Hurst. George Hurst ist ein Psychopath und ein gefährlicher Verbrecher, der seinen Sohn Tom zurückgelassen hat, um die Förderer und Teilnehmer des Sonderausbildungsprogramms zu töten. Er gehört lebenslänglich weggesperrt. Ach so, okay. Gnade. George Hurst muss in einem Sanatorium behandelt werden. Er ist krank und kann für seine Taten nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Bleibt zu hoffen, dass er geheilt werden kann, denn Tom braucht seinen Vater. Naja, gut, ein richtiger Psychopath wird er wohl nicht sein. Ja. Ja. Vielleicht. George, runter mit der Waffe. Um Toms Willen. Holmes? Ein beinahe würdiger Gegner. Tom? Mein Tom? Wenn Sie ihm auch nur ein Haar gekrümmt haben, bringe ich Sie um. Glauben Sie mir, Tom ist wohlauf in London bei einem guten Freund. Setzen wir jetzt dem Ganzen ein Ende. Nur zu gerne. George Hurst, Sie haben genug Menschen getötet. Ihr Wahnsinn endet heute. Waffe runter. Ich bin verwundet, aber ich schieße nicht daneben. Wenn ich Sie im Visier gehabt hätte, hätte ich Sie nicht nur verwundet. Der beste Detektiv von England. Sehen Sie sich das hier an. So wurden Sie also krank, Lord Marsh. Beim Enthaupten Ihrer tuberkulosekranken Opfer steckten Sie sich an. Das nenne ich ausgleichende Gerechtigkeit. Ich lag falsch. Der beste Detektiv von England. Genug. Sie starben hier, Lord Marsh. Einen langsamen Tod. Ups. Ich dachte, ich sollte analysieren. Ich verstehe Sie, Mr. Hurst. Wirklich. Aber ich konnte nicht zulassen, dass Sie fortfahren.
So, George Hurst hat die Gerechtigkeit selbst in die Hand genommen. Er war der Einzige, der sich um die vermissten Armen gesorgt hat. Er ließ seinen Sohn Tom alleine zurück, um die Schuldigen zu bestrafen, weil er glaubte, dass das sonst niemand tun würde. Gnade für George Hurst. Gefundene Hinweise 18,9% Spieler mit derselben Entscheidung. Okay.